Was haben ekelhafte Höllenviecher, magiebegabte Mädchen und rasende Extremsportler gemeinsam? Ja, sehr richtig, bisher absolut gar nichts. Aber das ändert sich am 18. April. Denn ab dann findet man all diese Dinge im Angebot von PlayStation Plus. Und außerdem gibt's noch Kartendecks, Angler, Plattformen und was weiß ich nicht alles. Lange Rede, kurzer Sinn, Spiele- und Klassikerkatalog werden mal wieder erneuert und wir gucken uns jetzt mal an, was da im April so geht. Da hätten wir zum Beispiel Slay the Spire, ein Roguelike-Deckbuilding-Spiel, das Elemente aus Games wie Darkest Dungeon mit Elementen aus Spielen wie Hearthstone mixt und euch jeden Tag eine neue Challenge reindrückt, in der ihr euch mit anderen messen könnt. Hier heißt es, Held auswählen, Run starten, sich immer weiter auf der Map vorkämpfen und mit den Karten in eurem Deck Aktionen ausführen, um Widersacher im Kampf zu bezwingen. Anfangs beschränken sich diese Aktionen meist noch auf die Fähigkeiten schlagen oder blocken, aber schon bald wird euer Deck viel mächtiger, eure Fähigkeiten komplexer und die Gegner zunehmend knackiger. Ich muss ja gestehen, dass Slay the Spire an mir persönlich bisher vorbeigegangen ist, aber nach all dem, was ich im Zuge der Vorbereitung dieses Videos gesehen und gelesen und gehört habe, werde ich mir das Angebot von PlayStation Plus auf jeden Fall mal genauer angucken. Weiter geht's mit Riders Republic. Das Mars-Multiplayer-Extremsport-Game haben wir euch ja schon das ein oder andere Mal vorgestellt. In so einer Art riesigem Online-Spielplatz schwingt ihr euch auf Snowboard, Ski, Mountainbike oder krallt euch einen Wingsuit und stürzt euch waghalsige Hänge herunter, um als Erster ins Ziel zu gelangen. Klingt auf dem Papier natürlich super simpel und vom Gameplay her ist es das gewissermaßen auch, aber wenn man auf den Strecken wirklich jede noch so kleine Sekunde rausholen und Rekorde knacken will, ist das alles schon nicht mehr ganz so einfach. Wer sich seinen Adrenalinkick aber lieber auf andere Weise holt, sollte mal in das Horror-Survival-Game The Evil Within reinschauen. Hier müsst ihr 15 Kapitel lang überleben, um die Story zu beenden. Auch das klingt natürlich erstmal wieder super einfach und das wäre es bestimmt auch, wenn nicht nahezu alles, jede und jeder in diesem Game versuchen würde, genau das zu verhindern. Fast alles in The Evil Within will euch töten und das meine ich tatsächlich wörtlich. Das Arsenal an todbringenden Dingen reicht hier von Bärenfallen über Stacheldraht bis hin zu dämonischen Kreaturen. Also viel Glück! Ja, und an dieser Stelle muss ich euch jetzt was beichten. Mir fällt nämlich absolut keine Überleitung von The Evil Within zu Kena Bridge of Spirits ein. Aber wo wir gerade eh bei dem Thema sind, meine Fresse, sieht das Game schön aus. Ich meine, guckt euch das doch nur mal an. Das ist, als wäre man in einem hochklassigen Animationsfilm unterwegs und alleine dafür gibt's schon mal dicke Pluspunkte. Aber auch Gameplay und Story können sich offenbar durchaus sehen lassen. Als die namensgebende Kena seid ihr eine Geisterführerin und somit eine Art Helferin für Seelen, damit diese in das Leben nach dem Tod finden. Die Umgebung, in der ihr dieser ehrenvollen Aufgabe nachgeht, ist aber von einer Art Krankheit namens Verderbnis befallen. Bedeutet im Klartext, überall sind komische Ranken, die euch den Weg versperren und es tauchen Gegner auf, die ihr mit eurem Stab und ein bisschen Magie beiseite schaffen müsst. Im weiteren Spielverlauf lernt ihr natürlich so allerlei Fähigkeiten dazu und könnt euren Stab irgendwann sogar als Bogen benutzen. So macht ihr nach und nach Progress und kommt eurem Ziel, nämlich einen sagenumwobenen Bergschrein zu erreichen, Stück für Stück näher. Leider hatte ich bisher selbst keine Zeit, Kena Bridge of Spirits zu spielen, aber wenn sich das Game auch nur ansatzweise so gut zocken lässt, wie es aussieht, weiß ich, was ich die nächsten Wochen nachholen werde. Vom nächsten Spiel bin ich allerdings ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Ich meine, wie kann es sein, dass ein Game namens Bassmaster Fishing nicht Scooters How Much Is The Fish als Soundtrack hat. So eine Gelegenheit kann man sich doch einfach nicht entgehen lassen. Naja, sei es drum. Aber wenn ihr das auch so seht, haut doch mal ein Like fürs Video raus. Was man dem Spiel aber zugute halten muss, immerhin enttäuscht das Gameplay nicht. Zwar habe ich in Reviews von einigen Bugs gelesen, aber die sind bei mir persönlich nicht aufgetreten. Darum kann ich sagen, die Angelsimulation tut tatsächlich exakt das, was man erwarten würde. Sie simuliert Angeln. Und ich weiß ja nicht, wie es euch dabei geht, aber obwohl ich ansonsten so gar nichts mit Angelsport anfangen kann und da auch so gar keine Ahnung von habe, hat das als Videospiel irgendwie was Meditatives. Was dann auch wiederum erklärt, warum How Much Is The Fish hier eben nicht als Soundtrack genommen wurde. Wenn H.P. Baxter einem permanent ins Ohr brüllt, weil er unbedingt wissen will, was denn der Fisch kostet, hat sich das mit meditativ natürlich recht schnell erledigt, würde ich meinen. Und genau das bringt uns natürlich direkt zu unserem nächsten Game auf der Liste der Neuzugänge im Spielekatalog. Und ja, dieses Game haben wir an anderer Stelle schon mal so beschrieben. Ganz und gar nicht meditativ ist nämlich Doom Eternal, bewaffnet mit einem riesigen Arsenal an Sci-Fi-Schießprügeln erlegt, ja zerfetzt die regelrecht beeindruckend scheußliche Dämonenmonster direkt aus der Hölle. Nachladen, in Deckung gehen, draufgepfiffen, kompromisslos Gegenfeuer ist hier die einzige Devise. Und wenn dem Biest dann tonnenweise Blei nicht reicht, dann geben wir ihn eben mit der Kettensäge den Rest. Ja, das würde ich sagen, trifft es immer noch wirklich extrem gut. Genau das ist Doom Eternal. Und was soll ich euch sagen, Leute? Das Spiel macht mir persönlich einfach unglaublich viel Spaß. Fetter Soundtrack, fette Wummen, fette Viecher, die umgenietet gehören. Ein Konzept, das Doom ja bereits in den 90ern quasi perfektioniert hatte. Funktioniert halt einfach.
Umso cooler ist es, dass neben Dishonored auch die Doom-Games von damals, also Doom, Doom 2, Doom 64 und Doom 3, ab diesem Monat Teil des Klassiker-Katalogs sind. Da kann man sich ab dem 18. April also gewissermaßen Doom und dämlich zocken. Ja, okay, schon gut, ich bringe mich gleich einfach selbst raus, aber hier noch fix alle anderen Neuzugänge im Schnelldurchlauf. Da hätten wir nämlich noch Monster Boy and the Cursed Kingdom, Paradise Killer, Wolfenstein The Old Blood und Wolfenstein 2 The New Colossus. So, jetzt bin ich aber raus. Reingehauen.